Lasst mich hier raus! In die Zukunft. Ich habe nichts getan! Ha! Irgendwas musst du getan haben, sonst wärst du nicht hier, oder? Du wärst draußen mit deinem Besitzer und würdest dich für die Show fertig machen. Besitzer? Niemand besitzt mich! Ups, kein Besitzer, sagst du? Nun, mach dir darum keine Sorgen. Ich bin sicher, wir finden jemanden, der dich aufnimmt, bevor wir dich einschläfern müssen. Die Menschen... Verdammt sei Dr. Fred! Hey, sie kennt das Motto der Edison-Familie. Also... Die Tentakel haben eine kommunistische Gesellschaft aufgebaut. Sieht so ein bisschen kommunistisch aus. In der Menschen als Haustiere gehalten werden. Okay, und das ist der Nachfahre von Edison. Das ist auch ein Nachfahre von Edison. Und das ist eine Nachfahrin von Edna. Wie es mir scheint. Ich glaube, die beiden betrügen. Was? Ich glaube, die beiden betrügen. Ich möchte nur mal seinen Kopf tätscheln. Zieh Leine! Wahrscheinlich gezinkt. Nimm sie. Moment! Sie dürfen betrügen, du nicht! Ah, die dürfen betrügen. Warum dürfen die beiden betrügen? Warum? Lieber nicht stören. Sie betrügen sich gerade. Ach, die betrügen sich gegenseitig? Und er guckt bloß zu, oder was? Hä? Dr. Fred? Sind Sie das? Was? Du spinnst! Es gab keinen Fred in der Edison-Familie seit 200 Jahren. Der letzte Fred war eine Schande für die ganze Familie. Was? Wieso das denn? Nicht zu vergessen für die ganze Menschheit. Ach, weil er das Tentakel auf die Menschheit losgelassen hat. Das Purpur-Tentakel. Kniet nieder vor dem Purpur-Tentakel. Also, wer sind Sie dann? Ich bin Seth Edison. Das ist meine Frau Sedna und mein Sohn Fett. Schön, euch zu sehen. Fettna und Fett? Wo bin ich? Du bist in dem einst stolzen Haus der Edison-Familie. Wir waren einmal die Herren dieses Hauses, so wie die Menschen mal die Herren der Erde waren. Jetzt sind wir die Sklaven. Willkommen zurück. Die Haustiere. Und ziemlich schlechte, darf ich hinzufügen. Oh, verzieh dich, du verzogener Nachtschwärmer. Wie sind denn die Tentakel an die Macht gekommen? Ich meine, die haben doch schon festgestellt, dass die nicht mal Finger haben. Die könnten nicht mal eine Waffe wirklich benutzen oder sowas. Es sei denn, der ganze Tentakelarm ist dünn genug, um da drum herum zu kommen. Aber dann können sie die Waffe kaum ordentlich halten, also... Wie komme ich hier raus? Wenn ich das wüsste, meinst du, ich wäre dann hier? Ja. Und was ist das mit der Menschenshow? Wie war das mit der Menschenshow? Es ist eine Farce. Genau das ist es. Diese schleimigen Tentakel stecken Menschen in kleine Kostüme, machen schreckliche Dinge mit ihrem Haar. Und zwingen sie dann dazu, ihre grässlichen Talente unqualifizierten Preisrichtern vorzuführen, die Wochen vorher bezahlt wurden. Durftest nicht mitmachen, Deutschland sucht den Superstar. Sie meinten, Makramee wäre kein Talent. Diese schleimigen Riesenwürmer. Ich hab das gehört. Deutschland sucht den Superstar. Ich bin jetzt müde vom Sprechen. Es war ein langer Tag und ich bin... nur ein Mensch. Hat er gerade gesagt, dass Dieter Bohlen unqualifiziert ist und untalentiert? Hahaha, das gefällt mir. Deutschland sucht das nächste Supertalent oder irgend so ein Mist, ne? Oh. Oh. Was war das denn? Ist hier was zum Anklicken? Nee, ne? Selbst gesappt. Kann man mit dem Tentakel reden? Juhu, Mr. Tentacle Guy! Was?
Wurde das gerade vergessen, aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen? Juhu, Mr. Tentacle Guy? Das klang für mich nicht deutsch. Ich will hier raus. Das ist eine Verletzung meiner Rechte. Rechte? Du bist ein Mensch. Du hast keine Rechte. Läuft der Stream noch? Ja. Weil mein Discord ist gerade abgeschmiert. Deshalb dachte ich jetzt gerade, Internet aus oder so. Aber wir sind doch da. Wenn ich keine Rechte habe, dann habe ich aber eine linke für dich. Ich muss mal für kleine Tentakel. Haha, der ist gut. Man stellt sich vor, ein Mensch auf der Toilette. Was? Okay, lass uns Gassi gehen. Gassi gehen? Gut, Menschlein. Erledige dein Geschäft. Alter, die behandeln die ja wirklich wie Haustiere. Oh gut, aber so wie sie läuft. So wie sie läuft. Kann man es ihm nicht verübeln, oder? Alter, leck mich im Arsch. Was ist denn hier los? Oh. Fenster. Ich kann Dr. Freds altes Labor sehen und sein Generator ist auch da. Puh, den könnte ich gut gebrauchen. Generator? Aber durch das Fenster komme ich nie durch. Ob wir das Hamsterchen da reinschmeißen sollen in den Generator? Kann man durchgucken? Ich kann Dr. Freds altes Labor sehen und sein Generator ist auch da. Aber durch das Kann man durchgreifen oder durchreden? Hallo, jemand da? Da unten ist niemand. Wenn wir jetzt einfach nur das Meerschweinchen da unten reinschmeißen würden, würde es ja nicht automatisch überhaupt reinlaufen in diesen... Ne? In das Rad. Und ich glaube, es würde auch gar nicht gehen, weil wir können, glaube ich, keine Lebewesen durch den Chronojohn schicken. Können wir den Stecker einfach... Es ist mit dem Chronojohn verbunden. Was könnten wir denn mit dem Fenster anstellen? Skalpell? Interessant. Warum haben wir ein Skalpell? Nehm mal, ohne Witz. Leute, ohne Witz. Warum läuft dieses Mädchen mit diesem Gesichtsausdruck und dieser Laufanimation mit einem Skalpell rum? Das klingt ja wie so ein Halloween-Horrorfilm, oder? Wenn die mit diesem Gesichtsausdruck und dem Grinsen im Gesicht und dem Skalpell in der Hand auf dich zu hampelt, dann rennst du doch weg, oder? Ich möchte dich sezieren. Die hat noch davon erzählt, dass die morgen im Biologietest irgendwas sezieren soll. Guckt euch da mal das Vieh an. Wenn das auf euch zukommt, denkt ihr, oh mein Gott. Ich würde lieber auf Pennywise zulaufen, als auf das da. Ich hab einen Skalpell. Alter, die bringt dich doch um. Die filetiert dich, die butterflyt dich, weißt du? Was für ein schlechter Anstrich. Oh Gott. Was sollen wir hier machen? Wir haben hier nur das Messer. Wir können Sachen durch die Zeittoilette durchgeben. Was würde denn hier Sinn machen? Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Schalter. Ich glaube, der kontrolliert das Kraftfeld. Was könnte man denn da drauf werfen? Meine Arme sind nicht lang genug. Okay.
Karten drauf werfen? Wett Edison, Zedna Edison, Zed Edison. Also von draußen kommen wir an Sachen ran, aber ich wüsste gerade nicht so richtig, was wir hier brauchen. Was brauchen wir hier? So einiges und so jenes. Der Baum ist um. Schade um den Baum. Wie können wir jetzt für Kälte im Raum sorgen? Oder dafür, dass George friert? Beziehungsweise der andere. Also Hancock friert ja sowieso. Aber George und der... Wie hieß denn der andere? Bin sofort hiermit fertig. Dann schnapp ich mir das letzte Design, nähe es schnell und dann heißt es auf Wiedersehen, Betsy. Das ist vielleicht ein Hinweis. Müssen wir als nächstes irgendetwas mit der Flagge anstellen? Könnte man die Flagge irgendwie so anrichten, dass sie Kälte suggeriert? Ein Eisbär? Ein Gletscher als Hintergrund? Irgendwie sowas? Und wenn ja, dann wie? Tipp-Ex. Ganz weiß machen die Flagge. Ich habe nicht viel Ahnung von Design. Wer könnte denn eine Flagge designen? Nö, ich mag es, wie es ist. Die mag ich. Zu spät. Die wurden schon abgelehnt. Die will ich nicht. Das wusste ich schon. Meine Oma hat auch so eine. Können wir mit ihr reden? Die Jungs da unten sagen, sie wollen ein großes Familientuch. Und in den vier Ecken sollen ein Fass Bier, einige Mädels, eine Gitarre und ein paar Trommelstöcke sein. Und unten drunter soll Amerika rockt stehen. Leg die Pläne einfach auf den Tisch, ich mach dann schon. Ja, die Pläne haben wir aber nicht. Pläne für eine Flagge. Und Drachenpläne? Den technischen Kram verstehe ich nicht. Hey, was ist das da auf dem Plan? Sieht aus wie eine Geheimbotschaft. Oh, doch nur ein Kaffeefleck. Doch nur ein Kaffeefleck. Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Biss, Wein, Spaghetti, Tipp-Ex, Dosenöffner. Was brauchen wir denn einen Dosenöffner? Ich will nicht. Hier, klappernde Zähne.
Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Schade. Die Katze bürsten. Ich will nicht. Einmal so richtig schön die Muschi bürsten. Was? Ich gehe ja schon raus. Flaschenzug. Weiß ja nicht, irgendwie ist das so merkwürdig. Vorschlagsbox. Ein Brief? Ich will nicht. Macht mal ein bisschen Seife. Ich will nicht. Ja, so langsam kommen wir an so einen Punkt, wo wir ein bisschen festhängen, muss ich sagen. Was könnte man denn hier noch probieren? Ich finde, das Thema Zähne war hier irgendwie interessant, aber irgendwie sind wir damit nicht weitergekommen. Oder waren das gerade seine Zähne? Hängen seine Zähne an der Zigarre? Moment. Entschuldigung. Ja? Da war ein Fleck. Da stand Tintenfleck. Deshalb habe ich versucht, dieses Tintenwerkzeug zu benutzen. Das ging nicht. Dann habe ich versucht, Seife zu benutzen. Das ging auch nicht. Bin mir nicht ganz sicher, ob der Fleck überhaupt relevant ist oder ob der einfach nur so erwähnt wurde. Weil Ben halt, keine Ahnung, dreckig ist. Meinst du nicht auch, dass es hier ziemlich kalt ist? Kalt? Quatsch. Entschuldigung. Ja? Vielleicht können wir ihm einfach die Zähne geben. Ich hau jetzt ab. Einfach mal hier die guten Zähne geben. Kannst du die gebrauchen? Nein, danke. Ich habe schon falsche Zähne. Ah! Bürsten die Zähne? Ich will nicht. Wir müssen ihm seine Zähne abnehmen. Und er raucht eine Zigarre. Und manchmal hängt an der Zigarre, hängen die Zähne dran. Also brauchen wir vielleicht die Zigarren aus der Zukunft. Aber in der Zukunft kommen wir nicht an die Zigarren dran, weil wir da die falsche Waffe brauchen. Da sind sie. Ja, die Zähne. Da brauchen wir die falsche Waffe. Und an die falsche Waffe kommen wir nicht ran, weil das Zimmer die Kette vorgehangen hat. Aber da brauchen wir die Maus. Und die Maus, die ist hier oben bei der Katze. Und ich weiß nicht, wie wir die Maus bekommen. Verdammt! Entschuldigung. Ja? Wonach hältst du Ausschau? Die Zukunft unserer Nation. Diese Toiletten. Diese Toiletten? Nein, nein. Ich bewundere nur mein Spiegelbild im Fenster. Wow. Schön, nicht? Ganz schön eitel. Ich hau jetzt ab. Wie sorgen wir dafür, dass Thomas Jefferson kalt wird? Yo, Tom. Thomas. Wie geht es dem Entwurf der Verfassung? Nicht so ganz. Wir können uns nicht mal über die Schriftart einigen. Ich hoffe, dass uns bald jemand eine gute Idee unterbreitet. Papyrus. Die Schriftart von Avatar. Wie kannst du Hancock so leiden lassen? Ein richtiger Mann wärmt sich an seinem Geist. Hör dir Georges Erfahrungen im Valley Forge an und lern daraus. Ja, das hat er auch schon gesagt. Bis später. Was? Was passiert später? Rauchdetektor. Oh, das ist auch putzig. Also, früher wurden ja Kanarienvögel als Gasdetektoren benutzt in Minenschächten. Also, wenn man
irgendwie beim Graben auf eine Gasader gestoßen ist, dann haben das die Kanarienvögel als erste gemerkt, weil diese Gase waren ja meistens dann geruchslos, aber haben die halt den Sauerstoff weggenommen. Also Kohlenmonoxid oder sowas zum Beispiel sammelt sich ja wunderbar an, ohne dass du es riechst, ohne dass du es merkst, bis du ein bisschen müde wirst und einschläfst und tot bist. Und die Kanarienvögel haben das halt zuerst bemerkt. Ich weiß gar nicht, sind die zuerst gestorben? Oder haben die angefangen zu zwitschern? Ich weiß es gar nicht mehr. Könnt ihr mal googeln, ob die anfangen zu zwitschern oder ob die umfallen. Aber man hat die Kanarienvögel benutzt, um zu wissen, ob es noch sicher ist. Es ist ein kleiner Käfig mit einem Vogel drin über einem kleinen Hebel. Über einem kleinen Hebel? Wo ist der Hebel? Wo ist da der Hebel? Die kippen um. Das war's, ne? Also du hast quasi darauf geachtet, lebt der Kanarienvogel noch oder nicht? Wenn der Kanarienvogel tot war, dann bist du ganz schnell rausgerannt. Weil dann bist du als nächstes tot. Ist schon auf. Was könnten wir als nächstes noch machen? Vorschlagbox. Dafür sorgen, dass der eine friert. Irgendwas mit den Zähnen. Wir können uns ja nochmal das Bettlaken angucken. Ne? Wie gesagt, ich bin der Meinung, ich habe das probiert. Und der hatte da aber nichts für. Also ich habe das Tipp-Ex probiert, um die Tinte wegzumachen. Oh, falsches Zimmer. Und ich habe die Seife probiert. Und beides ging nicht. Immer noch falsches Zimmer. Das hier ist das, ne? Achtung, mal gucken. Sieht aus, als hätte er hier viel Zeit verbracht. Hä? Sieht aus, als hätte er hier viel Zeit verbracht. Da war doch ein Kommentar über Tinte, oder? Nee, da ist Tinte auf dem Laken. So hier, ne? Das habe ich versucht wegzumachen. Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Ich will nicht. Ja, keine Ahnung. Seife und Eimer? Das Wasser ist jetzt seifig. Jetzt drauf? Ich will nicht. Was wollen wir einseifen? Oder was wollen wir sauber machen, außer jetzt das Bett? Ich will nicht. Wollen wir sauber machen? Gebiss? Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Nichts zum Saubermachen da. Ja, nee. Ist nichts zum Saubermachen nichts da. Nichts zum Saubermachen da. Was wollen wir denn sauber machen? Wollen wir das Muster wegmachen oder wie? Ich will nicht. Ich will nicht. Wollen wir die Katze waschen? Also ich weiß, Katzen mögen keine Wäsche. Ich will nicht. Mist. Meinst du? Das ist von einem Bett blockiert. Wanderei. Bürste. Ich will nicht. Nö, will er nicht. Ich glaube, ich wüsste jetzt auch nicht, warum wir uns hier hinlegen wollen. Also, würde jetzt für mich auch keinen Sinn ergeben, dass wir uns überhaupt hinlegen wollen. Oh, da hat er
Da hat er das Vogel gegessen. Tippex. Geht das? Ich würde da keinen Fehler erkennen, selbst wenn er mir die Hand schüttelte. Also. Klappernde Zähne. Das muss doch bei dem Pferd jetzt irgendwie gehen. Kann man die Zähne nochmal sauber machen? Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Ich will nicht. Ich will nicht. Ja, keine Ahnung. Was haben wir denn hier noch rumliegen? Wir haben den Kaffee und den Endkoffee. Können wir ihr vielleicht einfach nur normalen Kaffee anbieten? Ich glaube nicht, dass sie den nimmt. Also oben die Edna. Sie besteht ja darauf, dass sie den Entkoffeinierten bringt. Und der Professor den Koffeinierten. Wir haben ihn schon den Entkoffeinierten angedreht. Können wir ihr einfach den mit Koffein geben? Soll ich wirklich? Das Zeug ist ziemlich stark. Nee, das geht nicht. Haubertinte, was ist denn das überhaupt? Nett. Zu langweilig. Nett. Hätte einfach in der Vergangenheit den Inhalt des Sparbuchs geändert. Das macht ja auch keinen Sinn. Wir haben die 50er für den Trockner in der Waschküche. Was wollen wir mit dem Trockner? Es ist aus Georges Haushaltswarenladen. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. George. Können wir das irgendwie als George Washington an jemanden... Oh, Moment. Ich renn kurz zum Chrono John. Da ist was im Chrono John. Können wir das als Vorschlag einwerfen? George Washington sagt, jeder braucht einen Staubsauger. Aber die würden doch gar nicht wissen, was ein Staubsauger ist. Die würden das doch gar nicht verstehen, oder? Wir würden fragen, was zum Henker ist ein Staubsauger? Okay, und nun? Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Eine Idee ist eine Idee, ist eine Idee. Ich habe eine Idee. Hat sie irgendwas mit Feuermachen zu tun? Nein. Ich dachte darüber nach, ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Meint ihr nicht auch? Sicher, George, wenn du meinst. Klar, wenn es für dich gut ist, dann auch für uns. Prächtig. Was denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Oh! Hier ist ein Vorschlag. Da steht... George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben sollte. Was meinen Sie, Gentlemen? Die wissen doch gar nicht, was das ist. Was immer du meinst, George. Ein Staubsauger. Dein Name steht da. Also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen. Ja. Es ist seltsam. Ich bin nicht sicher. Nun, ich hatte wohl meine Gründe dafür. Wenn niemand etwas dagegen hat, sollten wir das in die Verfassung aufnehmen.
Warum? Niemand? Gut. So sei es Gesetz. Was ist ein Staubsauger? You suck! Alter, you suck! Wo steht er jetzt? Wo war das jetzt gerade? War das hier? Nee. Im Keller, also dort, wo der Professor steht, richtig? Ist das hier? Nee. Ach so, in der Gegenwart. Wie wäre es mit einer Bestimmung, dass der Präsident ein Mensch sein muss? Bitte, wir versuchen ernsthaft zu sein. Okay, hast ja recht. Ach, das war der Zukunftskeller, deshalb sah der so unvertraut aus. Wir haben den noch gar nicht entdeckt, wa? Wir sehen ihn wahrscheinlich vom Kellerfenster aus, aber kommen da noch gar nicht ran. Das ist ja ärgerlich. Stehen wir mal wieder vor einer Wand. ich würde mir noch mal kurz 2 Minuten die Füße vertreten. Und noch mal kurz eine Twitch-Werbung reinklatschen. Für die Werbung gucken müssen. Damit es dann nicht im aktiven Gameplay stattfindet. Und wenn ihr Vorschläge habt, was wir vielleicht als nächstes versuchen könnten, dann könnt ihr die jetzt gerne mal reinschreiben. Noch keine Komplettlösungen, kleine Vorschläge vielleicht. Und dann gucken wir mal weiter. In 3 Minuten bin ich wieder da. Bis gleich.